Es sind übrigens mehr wie 197 Meter, kann ich schon mal sagen. Außer wir würden klettern, aber so viel Ausdauer habe ich, glaube ich, nicht. Wobei, wir könnten ja eigentlich hier mal so ein bisschen die Werte erhöhen. Machen wir mal gerade so. Ne? Dann können wir irgendwann vielleicht klettern. Wobei, wie gesagt, schneller geht das eigentlich auch nicht unbedingt. Also, wieder fliegen wäre jetzt top oder reiten, aber ich habe keine Sphäre und ich würde sonst den Vogel probieren. Da. Aber. Nein. Hab's alle verbraucht. Wenn natürlich jetzt hier noch einer auftaucht, dann würde ich es wagen. Na, aber das. Da hinten liegt tatsächlich eine, das ist ja Wahnsinn. Da sind auch noch ein paar Wilderer, das ist auch Wahnsinn. Dass ich die jetzt gleich angreife, das hat auch einen Sinn. Da ist der Wegpunkt. Und zwar. Oh, ach, der, ich mache gar keinen Schaden. Das ist ziemlich crazy. Aber wir haben ja unseren Depressor dabei und der macht Schaden. Das Problem ist, er schießt halt als vor dem Baum. Ne? So. Wie kann man auffangen? Habe ich mir wohl sagen lassen. Der Punkt ist, ich habe das gemacht, damit ich mehr Sphären habe. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich es beim ersten Versuch schaffe, den Vogel zu fangen. Aber mit dem Depressor ist das eigentlich ganz gut, wenn ich ihn jetzt wiederfinde, wenn er jetzt nicht gerade, jetzt gerade verschwunden ist. Der schießt nämlich auch nach oben. Da ist er. Okay. Erstmal Ausdauer regenerieren und dann Vogel. Komm her. Wir müssen schon die Sphäre wechseln. So, dann gehen wir mal der ganzen Sache ein bisschen aus dem Weg. Aua, aua, wir gehen der Sache wohl nicht aus dem Weg. Ah, nein. Wir sind der Sache nicht so aus dem Weg gegangen, weil versagt. Ich habe die aufgepasst. Jetzt kommt aber das zum Tragen, was ich ja gerade sagte. Wir können ja hier an den Ecken... Kannst du spawnen? Na, das hier ist die Hauptinsel. Und das hier ist sehr weit ab. Das ist die vergessene Insel. Da geht es noch weiter hier. Hier ist die Eiswindinsel. Da siehst du dann auch die Palpopulation, wie viele Ressourcen es da gibt. Und da steht noch ein kleiner Text dabei. Ich glaube, hier unten ist die Ressourcenmenge sehr groß und die Palpopulation. Ich hatte auch mal hier, habe ich mal gestartet, weil da auch die Ressourcenmenge recht hoch ist. Allerdings weiß ich nicht. Ne? Man startet dann hier unten. Am Strand. Gibt es auch direkt den Wegpunkt. Und wir haben eine Sphäre gefunden. Und hier läuft ein Huhn am Wasser rum. Und hier ist ein Überlebender. Das ist ein... Den können wir anquatschen. Oh, hi, hilf mir. Ich will hier weg. Da war ein riesiger, fürchterlicher Pal. Oh Gott, diese furchtbaren Zähne. Geh Pals fangen und bau dir ein Lager. Und zwar bevor es Nacht wird. Im Dunkeln haben wir keine Chance. Mach ein Lagerfeuer, versteck dich. Und hier, mach was draus. Versuch irgendwie zu überleben und dann hau bloß ab von dieser Insel. Da haben wir noch ein bisschen Palladium bekommen, das ist schön. Aber ja, ich habe jetzt, weiß ich nicht, das ist mir auch schon wieder zu stressig mit der. Ich gehe jetzt mal hier rüber und da geht's dann hoch, da holen wir dann unseren Kadaver. Der Depressor lebt übrigens noch. Hm, no, nicht wundern, der ist noch da. Den holen wir auch gleich mal raus, falls uns jetzt hier irgendwie ein Wilderer über den Weg läuft. Das ist nämlich irgendwie offensichtlich, passiert das hier mir aktuell sehr gerne. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, zweimal bin ich jetzt schon gestorben. Einmal bei einem Shiny, weil total dumm. Und der Vogel war jetzt eigentlich noch viel dämlicher, wenn ich ehrlich bin. Das war noch viel dümmer. Das hätte gar nicht passieren müssen. Da war ich nicht konzentriert. Nicht konzentriert. Da war ich kurz etwas abgelenkt von der Situation. Hier ist übrigens die Ecke gewesen, wo mein Lager in dem anderen Spielstand war. Bin mir nicht sicher, wie das den Spielstand, den gibt es auch noch. Könnte man dann auch weiterspielen. Da sind übrigens auch wieder
Das ist jetzt ein Problem, dass da Wilderer sind. Deshalb habe ich meinen Depressor rausgeholt, weil die stehen nämlich jetzt da so dumm rum. Ich habe jetzt aber keine Waffe dabei, kann also nichts gegen die tun. Wenn die mich jetzt angreifen, dann bin ich darauf, dann bin ich dazu gezwungen, darauf zu hoffen, dass mein Depressor das erledigt. Oh, okay, jetzt machen schon die Hirsche. In der Hoffnung, dass die das auch schaffen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was mit dem Vogel ist, ob der noch da ist, ob der noch sauer ist. Das sind Sachen, die kann ich jetzt nicht einschätzen gerade. Wir laufen auf jeden Fall mal hier rüber. Der Vogel ist, glaube ich, weg. Schade. Ah, das ist das Mammut. Ich wollte gerade fragen, was macht denn der Vogel so Geräusche? Ist er noch da? Ich gucke mal. Nein, ich sehe keinen Vogel. Okay. Dann laufen wir mal hier rüber. Hier drüben ist ja der Wegpunkt, wo ich ursprünglich hin wollte und mich dann habe 3590 mal von allem möglichen Kram ablenken lassen. Das ist jetzt auch wieder so eine Ruine. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt auch was kriegt, was man wieder lesen darf, kann. Erstmal den Schnellreisepunkt, dann gibt es hier eine Kiste und dann gibt es hier auch so eine Statue. Ich weiß nicht, ob die Kiste einen Schlüssel braucht. Ja, den habe ich noch nicht. Weißt du? An der Statue kannst du jetzt auch deine Fertigkeit verbessern. Hätten wir da jetzt einen mehr, dann könnte ich meine Fanggeschick schon um einen zu erhöhen wieder. Habe aber allerdings keine weitere Statue eingesammelt. Wollte mal kurz gucken, was da lang gelaufen ist. Ah, das ist das Mammut. Okay, das mit dem Mammut möchte ich mich nicht anlegen. Nicht, dass ich das schon mal versucht hätte. Ist nicht so gut ausgegangen. Also gehen wir jetzt nach Hause. Jetzt ist es soweit. Eigentlich wollte ich nur Palladium suchen. Und das ist draus geworden. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt wohlbehalten wieder da. Verhältnismäßig hier im Lager. Können wir mal gucken. Der hat vielleicht Holz gemacht und da sind Steine passiert. Da haben wir 54 Holz und 118 Steine in der Zeit bekommen, ohne dass wir anwesend waren. Das finde ich persönlich ist jetzt eigentlich ganz okay. Kann man jetzt nicht meckern. Könnte schlimmer sein. Ja, dann können wir mal kurz nach da hinten laufen. Ah ne, wir laufen erstmal hier an die Palbox und tun den da rein, da siehst du nämlich jetzt, warum. Was der Grund ist, er muss sich relaxen über die nächsten 10 Minuten. So, dann habe ich Affen. Affen machen übrigens auch Holz. Ich habe einen Wolf, der kann nur sammeln. Und ich habe sie, die kann Arznei Level 2. Wir haben ihn, der kann bewässern und sammeln. Wir haben die hier gesammelt, glaube ich, ne? Die können nur Bergbau, wie man sehen kann. Die Hirsche können Bergbau, die können nur Wald. Die können Wald 2. Das Problem ist, das ist eine Überlegung, das tatsächlich zu machen. Wenn ich ehrlich bin. Wir machen das, wir ersetzen Emma durch ihn. Mehr Holz ist nie so schlecht. So, jetzt, wie sieht es denn hier mit unserem Früchtebottich aus? Da sind 94 Früchte drin, also Beeren, das ist okay. Da können wir auch die Pilze reinmachen. Da kannst du eigentlich alles reinwerfen, was zu essen da ist. Ja, das verrottet halt auch. Ich bin mir nicht sicher. Da bin ich mir, was den Sinn angeht, manchmal nicht so sicher, weil, naja, wie soll ich das jetzt sagen? Habe ich denn überhaupt Stoff? Warte mal, kann ich Stoff herstellen? Ja, ich kann Stoff herstellen. Jetzt kommt eins der Schafe angelaufen. Das mit dem was wollte ich jetzt sagen? Das mit dem Verrotten in dem Futtertrog, das ist so eine Sache. Da verstehe ich den Sinn nicht ganz, warum das in dem Futtertrog verrotten kann. Ich weiß nicht, ob es Sinn machen würde, einen Kühlschrank zu bauen. Für solche Zwecke. Warum habe ich denn jetzt nur einen Stoff bekommen? Ich brauche doch zwei, um es zu reparieren, oder nicht? Nee, einer reicht, okay. Dann reparieren wir mal meine Rüstung. Dann reparieren wir alle anderen Gegenstände. Da ist ja alles ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Den brauchen wir nicht mehr reparieren. Ich nehme mal einen Speer anstatt den Schläger. Jetzt kommt das Schaf hoffentlich gleich wieder und baut mir den Speer. Da hinten ist übrigens ein neuer Vogel. Ich habe allerdings keine Sphären gerade. Wir könnten allerdings
Ah, nee, die habe ich noch gar nicht, die Werkbank. Nee, die habe ich noch nicht. Oh, jetzt ist mein Schaf weg. Was macht mein Schaf jetzt? Oh, ich glaube, mein Schaf sammelt jetzt lieber Sachen ein, als mir meine Waffe zu bauen. Okay. Wir müssen auf jeden Fall dann selber weitermachen. Also nur, wenn wir wollen. Wir können natürlich auch warten. Ne? Jetzt ist wieder hier der Pinguin am Start. Jetzt haben wir den Pinguin hochgenommen, was total sinnvoll ist. So, dann nehmen wir uns mal den Speer und den Speer tauschen wir gegen die Nahkampfwaffe. Wow, das ist natürlich auch sacke hässlich. Aber okay, es ist wie es ist. Ah, man kann den damit Kuh auch werfen. Okay, das ist interessant. Ah ne, das ist eine Sphäre. Ich hab Speerwerfen gelesen. Ist okay. Ich hatte eine Sphäre, das ist interessant. Ich wollte mir vielleicht ein paar bauen, ne? Also falls wir irgendwann nochmal an die Kiste kommen. Warte mal, wie viel kann ich denn machen? Ich könnte in der Maximalanzahl 31 Stück bauen. Warum nur so wenig? Ah, weil ich kein Holz habe. Das ist es einfach. Gut, dann machen wir 31 Sphären. Früher oder später wird das mit dem Holz ja ein bisschen mehr werden. Und dann brauche ich den Zerkleinerer. Ich weiß nicht, ob ich den schon gelernt habe. Ja, habe ich. Der ist bei Produktivität. Den kann ich bestimmt nicht mehr bauen, weil kein Holz mehr da ist. Jetzt gehen alle pennen. Den könnten wir übrigens auffangen. Das ginge. Aber der flüchtet jetzt erstmal ganz erfolgreich. Oh, da gibt es Wilderer da oben. Das ist schön. Dann die greifen den Palhändler an, wenn ich das richtig sehe. Warte mal. Hä? Verarscht ihr mich hier alle? Was ist denn da los? Oh ja, der schießt auf mich. Ich hole mal meinen Depresso raus. So, jetzt haben wir noch den Tomcat. Ich habe keine Sphäre dabei. Doch, ich habe 7. Ah, okay. Oh, ich werde sterben. Ja. Wir steigen auf jeden Fall wieder ein. Ja, da können wir jetzt hier an unserer Base wieder beleben uns. Und laufen dann kurz da hoch und sammeln unsere Reste ein. Ja, hier Depresso, du musst auf jeden Fall raus. Ich meine, du hast jetzt keine so gute Arbeit geleistet, was das Ganze anging. Aber wir haben halt, wie gesagt, das ist der Startbogen, ne? Also ohne da jetzt das sagen will, aber der ist halt echt auch ein bisschen mies. Der ist halt echt ein bisschen mies. Es gibt dann schon auch bessere Bögen. So, das ziehen wir alles an. Hervorragend. Ist ja nicht so, dass ich das gerade erst repariert hätte, das Gerät. Also die Rüstung. Und nicht ein bisschen Wolle habe. Warum ist das so rot? Also, weil ich nicht so viel Leben habe. Okay, das erklärt das. Ich bräuchte vielleicht eine Kleinigkeit zu essen. Na, wir haben ja hinterm Haus, haben wir ja super Möglichkeiten, uns Beeren zu organisieren. Und dann gucken wir mal, wie es mit einem Zerkleinerer aussieht, damit wir das Level erhöhen können von unserer Palbox. Zack, zack, zack. Ah, der hat jetzt einen Koffeinschock. Das ist die Fertigkeit, die du aktivieren kannst, wenn du F drückst. Dem haben wir auch ein bisschen was zu essen gegeben. Der leuchtet jetzt die ganze Zeit so ein bisschen rot. Das ist voll gut. In der Zwischenzeit gehe ich mal ins Bett. Ja, ich habe auch keine Lust da, jetzt eine Nachtschicht im Dunkeln einzulegen. Wieder mal. Oh, da ist irgendwas hinterm Haus gespawnt. Ist das ein Daydream? Ach nee, das ist meiner. Okay. Jetzt sind sie wieder alle wild. Das mit dem Speer sieht irgendwie so ein bisschen bekloppt aus. Aber er baut jetzt die 31 Sphären. Das ist schon mal ganz okay. Wir brauchen einen Zerkleinerer. An Zerkleinerer ist es wegen dem Holz gescheitert, ne? Wie viel sieht denn das mit meinem Gewicht aus?
Ich habe ziemlich viel Quatsch im Inventar, aber das macht nichts. Ich gehe jetzt trotzdem. Moment, erstmal hinter das Haus und hole Holz für den Zerkleinerer. Lalalala. Da oben ziehen nämlich die Eulen von dann. So, Delle, ein bisschen bitte Holz. Für die schlechten Zeiten. Oh, keine Ausdauer mehr. Ausdauerprobleme sind auch allzeit allgegenwärtig, würde ich sagen. Hut, hut, hat, hat. Ich glaubte, ich brauchte 50, meine ich. Ich bin mir aber gerade unsicher. Wie gesagt, der Elch, der macht ja nichts anderes. Der macht den ganzen Tag tatsächlich jetzt nur Holz. Und das in Level 2, das ist ganz okay. Sollte also mit Holz erstmal keine Probleme geben. Falls sich dann auch alles einsammeln, das ist die nächste Sache. Und wir haben ja auch noch den, der macht ja auch Holz. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das legen sie hier rein. Das sind 27. Das ist jetzt nicht mega viel. Aber wie gesagt, da ist ja jetzt auch noch nicht so super viel passiert, ne? Und das nächste, was ich bauen soll, ist der Zerkleinerer. Den Zerkleinerer, das ist so ein, naja, den stelle ich mal hier hin. Das ist so ein Gerät, ich weiß nicht. Damit kannst du Steine zu Palladium machen. Das wäre eine Option, die da funktionieren würde, aber die Tauschrate ist exorbitant. Also das mag Sinn machen. Das mag Sinn machen. Aber weiß ich nicht. Also du kriegst hier Palladium, ne? Weiß ich nicht. 5. Und dann kriege ich da, glaube ich, 1 raus. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ne? Wir machen mal hier ein, guck mal, hier musst du 2 Fasern. Dafür brauchst du, glaube ich, 1 Holz. Und das muss ein Wassermann machen. Wenn jetzt noch die Animation am Start wäre, wäre es noch ein bisschen cooler und sich das Rad drehen würde. Wie gesagt, da ist ja, ich meine, dass da die Tauschrate recht hoch war. Meine ich. Also mal 5 Steine für ein Palladium, glaube ich, ne? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich meine, wenn du genug Steine hast, ist das nicht so ein Problem. Dann ist das nett, ne? Dann kannst du da einen hinstellen, der die ganze Zeit da so rumsabbert. Oh, mein Depresso geht was transportieren. Wisst ihr, das kann man machen, aber ich mache das eigentlich. Habe ich noch nie benutzt. War jetzt das erste Mal.